Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Bevor wir uns mit der Funktionsweise der Asynchronmaschine auseinandersetzen, müssen wir eine Sache verstehen, zu der uns der Drehstrom verhilft. Ja, wir wollen jetzt das sogenannte Drehfeld ergründen. Also wir brauchen Drehstrom. Und damit können wir ein Drehfeld erzeugen. Wie so ein Drehfeld erzeugt wird, nun, das werden wir gleich sehen. Ich habe das hier schon mal aufgezeichnet. Also ich habe da unten ein Drehstromsystem mit den drei Phasen, ja, immer um 120 Grad versetzt. Und das soll praktisch das Loch sein, wo im Motor drinnen war, wo das reinkommt, wo es sich nachher dreht. Also das ist praktisch das Fixstehende, der Stator, der hier fix steht. Ja. Und jetzt baue ich da in den Stator eine Spule ein. Okay? Ich baue da eine Spule ein. Eine Spule baue ich. Ja, also die geht da praktisch mit meinen Leitungen hinein, ja, und hier raus. Das heißt, wenn da ein positives Strom durchrinnt in diese, du hast das herumgewunden hier, ja? Wenn der positive Strom durchrinnt durch diese Spule, dann entsteht ein Magnetfeld hier so und hier so, das heißt so nach oben. Das ist die positive Richtung, ja? Der blauen Spule. Die positive Richtung der blauen Spule. Und weil ich da jetzt einen sinusförmigen Wechselstrom durchschicke, ja, ist der am Anfang, ist das Magnetfeld, weil ja die Durchflutung da ist, ja, ist das Magnetfeld am Anfang 0, dann wird es steigen in diese Richtung, dann wird es wieder weniger bis daher, dann wird es wieder weniger werden, bis wieder 0 ist, und dann geht es in die andere Richtung, weil wir sind ja negativ A, die negative Halbwelle, da rinnt der Strom in die andere Richtung. Okay? Also das ist die Spule U. Okay? Das ist der IU, rinnt da unten. Und das ist der da. So. Jetzt baue ich nur eine zweite Spule ein. Und zwar um 120 Grad versetzt. Ja? Also wenn ich da jetzt praktisch um 120 Grad versetzt, die orangene Spule, schätzen wir wieder, in etwa 120 Grad, so, und da, Die ist jetzt um 120 Grad versetzt, diese Spule. Okay. Wie ist da die positive Richtung der Spule? Die positive Richtung der Spule hat sich genauso um 120 Grad weiter. Also vielleicht könnte ich das da so einzeichnen. Die positive Richtung der Spule ist diese Richtung. Das wäre praktisch das Magnetfeld, was von dieser Spule erzeugt wird. Schauen wir uns das an. Bei T gleich 0, ja, ist das negativ. Aha, das heißt, im ersten Moment haben wir hier, in diesem Zeitpunkt haben wir hier praktisch ein B, wo es da rauf geht. Da in dem Moment haben wir 0, der weiß 0, der blaue wäre 0, und in dem Moment haben wir da minus irgendwas. Das ist die positive Richtung, haben wir ja gerade gesagt. Da plus einer, da schreibe ich auch plus hinein. Ja. Und dann mache ich vielleicht auch noch die blaue strichlierte Linie. Und diese 120 Grad, die kann man jetzt schön erkennen. Gut, und dann mache ich noch eine weitere, das ist die Spule V, heißt die. Ja. V. Das ist der IV. Und dann mache ich nur eine Spule einer, die versetzt jetzt wieder 120 Grad, also so hier. Schätzen wir es wieder. 60, da haben wir 60, zack. So in etwa. Grad weiter,
ins da raus, da rein. Ja. Das ist die Spule W und das ist der IW. Ja. Wie ist da das Positive? Wieder um 120 Grad weiter, das heißt die positive Richtung ist in diesem Fall so. Ja, das ist die positive Richtung. Nun, wie ist der momentane Wert hier bei T gleich 0? Da geht es in die Richtung aber, ja, und hat genau die gleiche Länge. Genau die gleiche Länge wie der da. Wunderbar. Ja. Jetzt habe ich hier eine Überlagerung aus mehreren Feldern. Ja. Das blaue Feld, was im Moment 0 ist. Das orangene Feld, was im Moment halt in die Richtung zeigt. Und das grüne Feld, was im Moment in diese Richtung zeigt. Wie mache ich jetzt das Gesamtfeld daraus? Nun, ich addiere vektoriell 0, passt, dann das. Und dann nur das Grüne dazu. Komme ich da irgendwo her. Ja? Das hier wäre praktisch mein Gesamtmagnetfeld. Was da drinnen entsteht. Ja? Also das da ist das Magnetfeld BV. Ja? Das da ist das Magnetfeld BW. Das BU ist im Moment 0 und das ist das Gesamtmagnetfeld B, was da entstanden ist. Okay. Und das könnte ich mir jetzt zu verschiedenen Zeitpunkten ansehen. Okay, das schaue ich mir zu verschiedenen Zeitpunkten an. Und jetzt, wenn ich das da anfange zum Zeichnen, wird das ein bisschen unübersichtlich. Das können wir uns im Computer anschauen, wie sich das entwickelt mit der Zeit. Okay. Wie entwickelt sich das Gesamtmagnetfeld, weil praktisch jetzt alle diese Einzelmagnetfelder, die überall sinusförmig schwingen, ja, übereinander lege und man das gesamte Magnetfeld ausrechnet, das resultierende Magnetfeld. Ja. Schauen wir uns das am Computer an. So, also ich habe probiert am Computer das wieder mit den gleichen Farben und Strichen und so weiter darzustellen. Wir haben hier auf der rechten Seite wieder unser Drehstromsystem, also wieder unsere drei Ströme und auch die Lage der Spulen ist gleich und wir sehen jetzt, wir haben im Moment den Zeitpunkt 0. Das ist der, den ich hier da drüben eingezeichnet habe. Das heißt, der blaue ist im Moment 0, blaue positive Richtung geht nach oben. Der gelbe ist im Moment minus irgendwas. Die positive Richtung des Gelben geht hier rechts nach unten, des Orangen. Wir zeichnen also links nach oben ein. Und der Grüne ist positiv, das geht links nach unten, die positive Richtung, so wie es ja ohnehin hier drüben auch. Ja. Und da ergibt es eben ein resultierendes Magnetfeld. Das ist die schwarze Linie. Und jetzt lasse ich ein bisschen Zeit vergehen. Ja. Ein bisschen wenig vielleicht gewesen. Ah, das passt. Ja. Wir sehen, die blaue Linie, blauer, ist jetzt ins Positive gegangen, die positive Richtung des Blauen ist oben. Das heißt, wir haben hier etwas dazu addiert. Die gelbe Linie ist etwas länger geworden, ja? Die grüne Linie ist etwas kürzer geworden und in Summe sehen wir, zeigt jetzt das Gesamtmagnetfeld in eine andere Richtung. Ist aber interessanterweise genauso lang, deswegen habe ich nämlich den Kreis hier eingezeichnet, dass man sieht, dass die Spitze hier wieder auf dem Kreis liegt. Also wenn wir zurückgehen auf 0 praktisch, sehen wir, da ist es auf den Kreis gelegen. Wenn wir hier wieder auf das Stückchen weitergehen, ist es wieder auf den Kreis. Und so kann jetzt praktisch da durchgehen und man erkennt, jetzt hat sich die grüne Richtung umgedreht, auch ins Negative. Ja, man erkennt, hey, hallo, was ist da los? Das ist ja tatsächlich ein Magnetfeld. Das ist vielleicht ein bisschen viel gewesen, den Betrag gleich ist, ja, aber die Richtung ändert sich. Ja. Ist das nicht cool? Deswegen heißt das Drehfeld. Deswegen heißt das, da drüben sehen wir immer die einzelnen Punkte eingezeichnet, deswegen heißt das Drehfeld. Es entsteht also ein Magnetfeld,
ein rotierendes Magnetfeld. Ja? Mit welcher Frequenz? Nun, wenn ich da wieder ein bisschen weiter tue, bin ich wieder bei U. So, da bin ich jetzt praktisch nach einer Periode, schaut es wieder haargenauso aus. Und eine Periode hier dauert ja eine 50. Sekunde, wir haben 50 Hertz in Europa, 50. Sekunde, das heißt, das dreht sich hier 50 Mal pro Sekunde im Kreis. So ein Drehfeld wird erzeugt. Durch 30 überlappende Sinusschwingungen wird ein rotierendes Magnetfeld, ein Drehfeld erzeugt. Und jetzt macht die Bezeichnung Drehstrom hoffentlich einen Sinn. Ja? Weil ein Drehstrom mit Spulen richtig angeordnet erzeugt ein Drehfeld. Und jetzt habe ich ein magnetisches Feld, was sie dreht. Mit dem kann ich doch was anfangen, wenn ich eine rotierende Maschine haben will, nicht? Wie schnell sie das dreht, das schauen wir uns jetzt nochmal am Zettel an. Okay? Das ist hoffentlich klar geworden. Gehen wir zurück am Zettel. So, also wir haben jetzt gesehen, es entsteht ein Drehfeld. Ja, also ein magnetisches Drehfeld, was sich so einen Kreis dreht, mit der Frequenz der Schwingung. Das heißt, wenn die Frequenz der Schwingung 50 Hertz hat, wie es bei uns üblich ist, dreht sich dieses Magnetfeld 50 Mal pro Sekunde im Kreis. Okay? Das heißt, die synchrone Drehzahl hier, NS, sind 50 Mal pro Sekunde und das entspricht 3000 mal 60, 50 mal 60 Umdrehungen pro Minute. Ja? 3000. So, was ist, wenn ich das nicht so schnell haben will? Ja, was mache ich da? Nun, ich mache etwas Trickreicheres. Ja, ich mache etwas Trickreicheres. Ich mache die Windungen ein bisschen anders. Ich habe das da schon vorbereitet. Ich fange da wieder an mit dem U. Okay? Rins eine. Und dann gehe ich nicht auf der anderen Seite raus, sondern mache schon da. Komm schon da retour. Ja, und dann winde ich das nicht darüber, ja, sondern mach's gleich wieder da weiter. Ja, mache ich praktisch, das ist ein U1, ja, und hier mache ich praktisch hier, klack, klack, ein U2. Ja, mache eine zweite Windung mit dem. Und dann komme ich da oben zurück, ja, und gehe wieder da rein. Okay? Ja, und dieses Mal mache ich das eben nicht nur 60 Grad, ja, sondern dieses Mal 120 Grad, sondern dieses Mal mache ich das 60 Grad. Okay? Das heißt, ich gehe hier praktisch jetzt 60 Grad weiter. Ja. Schauen wir uns das an, 60 Grad. Sind wir hier in etwa? Ja. Und da ist mein V1. Und auch das lasse ich da wieder retour gehen. Ja. Ich winde das da wieder, back, back, ja, mache da V2, ja, und komme da raus irgendwo. Habe jetzt praktisch eine zweite, naja, das ist vielleicht da rüben irgendwo, ja. Habe jetzt eine zweite V-Schleife auch eingebunden. Und jetzt mache ich das Ganze auch noch mit der W-Schleife. Ja, dann gehe ich da wieder 60 Grad. Da ist W1. Ja, komme ich da raus. Gehe da wieder rein. Und komme da raus. Ja, da haben wir W2. Ja, eine zweite W-Windung. Nicht cool? Ja. Also, was haben wir da praktisch? Schauen wir uns an, was da jetzt entstanden ist. Ja, U1, also U, dann Punktel, ja, dann Xel. Ja. Punktel, Xel, Punktel, Xel, Punktel, Xel, Punktel, Xel, Punktel, Xel. Also, es ist durch eine andere Windungsart ist es mir gelungen,
hier doppelt so viele Windungen, doppelt so viele Spulen unterzubringen in dem, auf den Umfang. Es entstehen jetzt nicht nur ein Nordpol und ein Südpol, sondern ein Nordpol, ein Südpol, ein Nordpol, ein Südpol, ja, getrennt voneinander. Ja. Das heißt, nicht 180 Grad zwischen Nord- und Südpol, sondern nur 90 Grad zwischen Nord- und Südpol, dafür Nord, Süd, Nord, Süd. Zweimal Norden, Nord, zweimal Süden. Okay. Und beide Magnetfelder rotieren jetzt aber nur mit der Hälfte der Drehzahl. Ja, weil beide Magnetfelder gängen ja nur die Hälfte des Weges. Okay? Das heißt, hier, was sich hier unterscheidet, das heißt Polpaarzahl. Ja? Also da habe ich eine Polpaarzahl. Die ist hier P gleich 1. Und hier habe ich eine Polpaarzahl. Und das ist hier P gleich 2. Und in diesem Fall habe ich zwar zwei Magnetfelder, die rotieren, aber die nur mit der Hälfte der Geschwindigkeit rotieren. Also eigentlich in der Realität rotiert das Magnetfeld eine Hälfte Umdrehung und dann springt es wieder retour. So kann man sich das vorstellen. Aber in dem Moment, wo das retour springt, springt das andere ebenfalls retour. Und es schaut so aus, wie wenn das praktisch das sich nehmen würde praktisch. Also wie wenn die nächste Windung nimmt es und dreht es immer weiter. So wie wenn man absetzt mit einer Schraube, keine komplette Umdrehung macht, sondern man setzt da und dreht praktisch nachher weiter. Und dieses Absetzen und Weiterdrehen, das geht aber so schnell, dass das ausschaut wie eine durchgängige Bewegung, nur eben halb so schnell. Das heißt, wenn wir gewisse Polpaarzahlen haben, haben wir unterschiedliche synchrone Drehzahlen. Bei Polpaarzahl 1 haben wir gehabt 3000 Minuten noch minus 1. Bei Polpaarzahl 2 haben wir die Hälfte, 1500 Minuten noch minus 1. Bei Polpaarzahl 3 haben wir ein Drittel, also 1000 Minuten noch minus 1. Bei Polpaarzahl 4 haben wir ein Viertel, also 750 Minuten noch minus 1. Und so weiter, ein Fünftel, ja, ein Sechstel, zack, 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 da geht's dahin. Ja. Also 600, 500. So kann man praktisch die Drehzahl, die synchrone Drehzahl des Drehfeldes wählen, indem ich dann entsprechend viele Windungen da rein mache. Okay? Und wir sehen, es ist nicht wirklich eine zweite Windung, sondern wenn ich da rausfahre, fahre ich da rein und da wieder raus und da wieder rein. Also ich winde das praktisch einfach anders. Okay? Weil in der Realität schaut es natürlich eh nicht so aus, dass da ein fetter Wutzel ist. Ja? Eine fette Windung, sondern die ist natürlich hier nach links und rechts so aufgeteilt. Kann man sich das vorstellen? Ja, also die liegen da in irgendwelche Nuten drin, diese Windungen, diese Windungspakete. Und dann schaut es halt so aus, wie es ausschaut. Ja? Also eigentlich haben wir da eh verteilte Windungen, ja? keine konzentrierte. Und wenn ich da jetzt die verteilten Windungen praktisch habe, dann kann ich die gleich anders winden, ja? Dass ich da eben so irgendwie in Kreis gehe. Ja? Ist nicht viel mehr Aufwand. Okay? Natürlich ist die Anzahl der Nuten hier begrenzt, weil mechanisch schon, gell, ich kann nicht einfach, das heißt, ich kann nicht eine Polpaarzahl von 5000 machen. Wo komme ich da hin? Ja. Immerhin muss der Strom auch noch durchpassen, praktisch. Ja. Aber so kann ich die Drehzahl des Drehfeldes da beeinflussen. Okay? Also, Polpaarzahl 1, synchrone Drehzahl 3000. 2500 und so weiter. Ja, also so entsteht aus Drehstrom ein Drehfeld mit verschiedenen Drehzahlen, sogar stufenweise variierbar, aber immerhin. Was machen wir jetzt mit dem Drehfeld? Das schauen wir uns das nächste Mal an. Okay?
Das nächste Mal sehen wir, welche Wirkung jetzt, das ist alles feststehend da. Ja? Und jetzt bauen wir da was ein, ja? Einen Rotor bauen wir ein und dann werden wir sehen, wie der ausschauen muss und was das dann für eine Wirkung hat, die Wirkung auf den Rotor. Ja? Wenn wir sie das nächste Mal anschauen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.